Ja, hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Russian Fishing 4 mit dem Alvaro Frank. Wir sind hier gerade auf Shark und ich habe hier einen richtig guten dran. Ich zeige euch nachher gleich noch den Spot, wenn wir den Fisch hier rausgedrillt haben. Muss ich mal Kaffee trinken hier. Ah, jetzt haben wir wegen Brotwein, kann ich jetzt keinen Kaffee trinken. Eieiei. Müssen wir gleich nochmal nachkippen hier. Na, jetzt geht er voll. Ah, okay, jetzt ist er voll. Ja, wir sind hier bei 5138, 18 Meter Clip mit Krebsschwanz und Standard Störfutter. Und man kann hier ja, mehr oder weniger gezielt Shark befischen. Ne, also drei Routen mit Krebsschwanz. Und ist jetzt vielleicht auch interessant für für den Jahrescup bei RF4. Ja, da müsst ihr ja auch eine gewisse Größe an Shark fangen. Und ja, das ist jetzt mein bester Biss bisher. Also ich bin jetzt noch nicht so lange hier. Ich war am Stream, glaube ich, eine Stunde hier. Und jetzt auch noch mal so eine halbe Stunde. Und der scheint auf jeden Fall gut zu sein. Den drille ich jetzt schon seit, ja, einer halben Stunde jetzt. Also könnte mein PB Shark sein. Mal gucken, wie groß er denn ist. Der ist jetzt quasi hier hinten in die Kurve reingeschoben. Wir sehen das gleich, wenn der Tag, wenn es gleich heller wird. Und da bleibt er auch. Also da braucht ihr keine Angst haben. Lenkt den Fisch einfach links in die Kurve rein, der schwimmt da automatisch rein und ja, und dann könnt ihr den hier gemütlich zu Ende drillen. Ich trinke mal nochmal gleich Kaffee. Ja, und dann schauen wir einfach mal. Ich habe jetzt hier gerade noch hier Autodrill an, können wir, ja, ich lasse mal nochmal an. Ja, auf jeden Fall müsst ihr für die Turniere russischer Stör fangen. Russischer Stör läuft zur Zeit ja, mit langen Durchstrecken bei 44, 55 oder 157. Kann ich euch nachher auch nochmal auf der Karte zeigen. Und der Shark, der läuft hier halt auf der Hauptinsel. Hier bei der Fabrik in der Nähe. Ja, ein alter Marmorkarpfen, Wildkarpfen-Spot ist das hier. Ja, und Glattstör wird schon ein bisschen schwieriger. Glattstör, boah. Da muss man halt echte, ja, also Glattstör jetzt direkten Spot habe ich jetzt noch nicht. Könnt ihr aber auch zum Beispiel mit Krebsschwanz auch befischen. Gibt es aber auch andere Köder. Also, aber Glattstör, da gerade bei der einen Marmorkarpfenstelle hatte ich mal einen 14 Kilo Matt Glattstör hier quasi links von mir bei 6333. Vielleicht da nochmal probieren, aber wie gesagt, erstmal gucken. Vielleicht kristallisiert sich ja jetzt noch ein paar Spots raus. Weil heute Abend, also heute ist ja Freitag, ab 18 Uhr geht das hier los. Der Jahrescup ist quasi ein Qualifying. Die ersten 50 kommen weiter und das läuft ja 2 Tage bis Sonntag. Aber halt nur für Standalone-Spieler. Das ist halt, ja, mit dem Forum halt gekoppelt, das Turnier. So, jetzt wird's heller. Ich glaube, jetzt so langsam wird er ein bisschen müde, oder? Aber ja, wie gesagt, der hat hier gleich, ist gleich abgepaced, hier links in die Kurve rein. Und da halte ich ihn jetzt die ganze Zeit. Und da müssen wir jetzt natürlich dann auch wieder rauskurbeln. Also ab und zu habe ich auch mal russische Störe. Kutum wurde hier übrigens auch ein Trophy gefangen. Aber kann natürlich auch, ja, ein krasser Beifang gewesen sein, dass der halt einfach zwischendurch mal gebissen hat. Ansonsten halt Wildkarpfen sind hier noch. Könnt ihr auch mit Tauwurm zum Beispiel nebenbei, wenn ihr ein bisschen Wildkarpfen fangen wollt. Ja. Da seht ihr die Kurve, ne? Da ist er jetzt quasi ganz hinten drin. Das dauert jetzt natürlich, ne? Das dauert jetzt. Mal gucken, ob das wirklich schon reicht für ein Trophy. Und gestern hat hier der, also danke nochmal an Eat'em Crazy. Eat'em Crazy hat mir den Spot hier gestern im Stream mitgeteilt, hier mit den Sharks. Der hat hier gestern auch einen 38 Kilo Shark gefangen. War, glaube ich, auch sein PB. Der hatte vorher auch einen kleineren 30er gehabt. Danke auf jeden Fall. Ist auf jeden Fall fürs Turnier sehr, sehr hilfreich. Weil man muss halt nämlich gezielt gewisse Größen fangen. Also ich glaube, beim Shark sind das 34,444. Und dann wird halt immer die Differenz genommen, ne? Ob ihr drüber oder drunter seid. Jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt müssen wir erstmal reinkurbeln hier. Das ist natürlich jetzt ein ganz schönes Ende weg. Na, ich bin auf jeden Fall gespannt. Also Happy Hour
Da bin ich definitiv raus. Aber das könnte jetzt wirklich, das könnte er sein. Also eine halbe Stunde jetzt gedrillt. Na, mal gucken, wie groß der jetzt ist. Jetzt zieht er wieder ein bisschen weg. Aber das sind nur die letzten Kraftreserven. Der Fisch ist, glaube ich, jetzt müde. Und gucken mal, was näher noch an der anderen Route dran ist. Da ist aber, glaube ich, keine Bremse zu hören. Oh, jetzt kriegen wir ihn eigentlich relativ gut reingekurbelt jetzt. Und trinken wir nachher noch ein bisschen Brotwein, aber nicht zu viel. Und jetzt schon mal langsam mal wieder eintrinken. Hält ja eine halbe Stunde, bis der wieder abläuft. Bis dahin sollten wir den Fisch auf jeden Fall draußen haben. Ja, Brotwein bringt 10% XP pro Schluck. Na, maximal 10 Schluck, da habt ihr 100% mehr XP. Aber 10 Schluck würde ich an eurer Stelle davon nicht trinken, sonst ist der Alkoholeffekt extrem lange. Jetzt haben wir schon ein bisschen über die Hälfte. Bin ich echt mal gespannt, wie groß der jetzt ist. Ich hoffe, dass der eventuell vielleicht sogar Trophy ist. Beim russischen Stör sagt man da immer so, ja, so 40, 45 Minuten, ne, für ein Trophy. Aber beim Scherk, weiß ja nicht, weil der halt auch so extrem schnell und halt auch kampfstark ist, sag ich mal, ob der nicht vielleicht schon früher ja, Trophy sein könnte, so ungefähr. Also wenn der halt, ja, dass er schneller müde wird zum Beispiel als der russische Stör, kann ja sein, ne. Aber wir werden es ja gleich sehen. Also beide Routen krumm, ne? Ja. Auf jeden Fall ist er ziemlich stark. Jetzt wieder kurz eine Bremse. Ach, der hängt jetzt an der... Oder wo ist der jetzt? Ne, der ist hier vorne schon. Ach lol, der hängt auf der anderen Seite. Och ne. Der hängt ja jetzt auf der anderen Seite. Oh ne, ne. Der ist um die Kurve rumgeschwommen. Ich krieg die Krise. Oh, wie krieg ich den denn da jetzt weg? Ich den denn da jetzt weg? Ach, hör doch mal auf. Das ist natürlich jetzt blöd. Ich dachte, ich ziehe hier einfach den Fluss raus. Das ist ja blöd. Jetzt hängt er da auf der anderen Seite. Da muss ich ihn... Ja, der hängt da jetzt am anderen Ufer. Oh nein. Da müssen wir ihn jetzt versuchen, links rauszukriegen. Das ist ja blöd.
Ja, der ist hinter der Kurve jetzt. Och nee, ne? Das ist ja blöd. Oh, ich dachte, wir kriegen den jetzt hier einfach aus der Kurve rausgezogen. Muss versuchen, ihn jetzt hier irgendwie nach links wieder zurückzuholen. Ach, na, das ist natürlich blöd. Muss jetzt erstmal ganz weit nach links gehen hier. Oder wir müssen sonst mit dem Boot, wieder ins Wasser schubsen. Mal gucken, ob er sich jetzt nochmal bewegt. Ach, come on. Ich weiß halt nicht, ob wir den da jetzt runterkriegen. Keine Ahnung, ob wir den da jetzt irgendwie nach links wieder kriegen. Geh mal ein bisschen weiter nach links so. Ich dachte, ich kurbel den hier gemütlich rein jetzt. Oh Gott, jetzt muss ich ins Wasser fallen. Hier, komm, zurück, 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 zurück. Und jetzt irgendwie hier den wieder zurückkriegen. Na, das wird ja lustig jetzt. Das wird ja lustig. Muss ich noch weiter nach links. Oh, 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 oh. Geh vom Wasser weg, Alter. Dass ich ihn irgendwie nach links rausziehen kann. Ich habe halt keine Ahnung. Sonst müssen wir mit dem Boot hinfahren. Sonst müssen wir uns das Boot holen und den wieder ins Wasser schubsen. Also gegen die Bremse brauchen wir jetzt auch nicht kurbeln. Na, der bewegt sich jetzt nicht mehr, ne? Das ist natürlich blöd jetzt. Ich könnte jetzt hier noch weiter nach links gehen, aber... Ich glaube, der rührt sich da nicht, ne? Ich glaube, der rührt sich da nicht. Der hängt da irgendwo direkt auf dem Land. Krieg ihn auch nicht über die Insel jetzt rüber oder so. Das wird auch nichts. Och nee. Man kann leider auch nicht mit der Route ins Boot steigen. Das ging früher mal mit der Grundroute, aber das geht jetzt leider nicht mehr. Oh, 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 jetzt. Jetzt hat er sich gelöst. Jetzt. Ich glaube, der hat sich gerade gelöst. Ja, doch. Ich glaube, der hat... Ja, ja, der hat sich gelöst. Okay, dann müssen wir jetzt einmal nach links wieder ziehen. Oh Gott. Oh Gott. Jetzt einmal nach links ziehen. Und dann, wenn wir den links haben, dann müssen wir da ganz nach rechts gehen. Also er hat sich auf jeden Fall, glaube ich, gerade gelöst. Also entweder ist er am Ufer rumgesprungen. Irgendwas war da gerade. Irgendwas war da gerade. Och, nee. Ich dachte, er hat sich jetzt gerade gelöst. Aber der... Das ist, glaube ich, auch recht steil da, ne? Da kriegst du den, glaube ich, gar nicht rumgezogen. Gehen wir noch ein bisschen weiter nach links. Ansonsten müssen wir halt wirklich mit dem Boot. Notlösung wäre jetzt mit dem Boot. Wenn der sich jetzt nicht mehr bewegen sollte. Dann müssen wir kurz mit dem Boot hin. Und dann ganz schnell wieder zur Route zurück, sobald er im Wasser ist. Was anderes fällt mir jetzt auch nicht ein. Ich hab gerade gedacht, dass er sich jetzt gelöst hat. Oha. Ja, Leute, was machen wir jetzt? Schnell das Boot holen und hoffen, dass er währenddessen nicht ausschlitzt. Also wenn wir ihn da ins Wasser geschubst haben. Damit habe ich jetzt auch nicht gerechnet, dass er dann den anderen Ausgang da nimmt. Ich dachte, der lässt sich jetzt halt so, wo er reingeschwommen ist, rausziehen. Aber dass er dann hinter der Kurve schon war, das war natürlich... Habe ich jetzt auch nicht mitgerechnet. Leute, ich glaube, ich hole das Boot, oder? Und schnell das Boot holen und gucken, wo der Fisch ist. Komm, wir machen das jetzt, oder? Leute, los geht's.
So, schnell, los geht's. Ich hoffe, die Route ist auch spannungslos, schnell. Wo ist hier? Hier ist das Bootshaus. Und der müssen wir ganz schnell an Land. Ich hoffe jetzt wirklich, dass er sich da nicht bewegt. Ach ja, doch. Doch, wir können ein anderes Boot nehmen, ne? Ah, nee, ich habe auch noch gar kein Boot genommen, stimmt. Ja, alles gut. Alles gut, dann nehmen wir das rote Boot. Da haben wir ein bisschen mehr Power. Jetzt geht's los, ey. So, Hauptsache, das stützt jetzt nicht aus. Da müssen wir den ganz schnell, also wenn wir den befreit haben, ganz schnell zur Route zurück. Ich hoffe, dass die Spannung noch ein bisschen oben bleibt, denn... Oh Mann, na das ist... Das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Na, mal schauen. Erstmal gucken, wo er da jetzt genau hängt. Vielleicht ist er auch schon oben. Dann kann ich da eh nichts machen. Da muss ich einfach nur warten. So, ich bin gespannt, wo der jetzt hängt hier. Jetzt müsste da irgendwo die Schnur gleich zu sehen sein. Die da einmal durch die ganze Karte geht. Mal gucken. Irgendwo muss jetzt hier die Schnur zu sehen sein. Und dann müssen wir so schnell wie möglich wieder zurück. Das ist aber ein langer Weg. Das, So, hier muss jetzt irgendwo die Schnur zu sehen sein. Da. Da hängt er wohl. Da auf der anderen Seite. Na geil. Wo ist er da jetzt? Irgendwo im Schilf oder was? Ach, da hängt er. Und es ist kein... Was ist das denn für ein... Das ist gar kein Scherk, oder? Das ist ein Stör, oder? Das ist ein Stör. Ich war mal ein bisschen seitlich ran. Eigentlich hätten wir den auch über die Insel kriegen können, oder? Ich dachte jetzt echt, das wäre ein Scherk. Boah, jetzt schwimmt der jetzt schnell, schnell los, 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 los. Aber wie ein Scherk sah das jetzt gerade nicht aus. Jetzt bewegt er sich. Jetzt schnell zurück. Ich hoffe, der schützt jetzt nicht aus. Das sah aus wie ein Russe, oder? Das sah aus wie ein Russe. Jetzt schnell zur Route. Oh, 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 oh. So, jetzt können wir hier vorne gleich anlanden und dann schnell zur Route. So, hier jetzt schnell ran. So, schnell zur Route. Und ich hoffe, wir kriegen den da jetzt irgendwie. Spannung ist noch da. Bin gespannt jetzt. Ich versuche, ziehen jetzt erstmal nach links. Erstmal links da rausziehen. Nicht, dass er jetzt gleich wieder an Land hängt. Aber das sah eher aus wie ein Russe, fand ich. Oh, jetzt hängt der da wieder, oder was? Das kann doch nicht sein. Ich gehe jetzt noch weiter nach links. Normalerweise könnte man den da über das flache Stück auch rüberziehen, aber der ist wohl ein bisschen zu schwer. Das ist natürlich schwierig jetzt. Nee, das wird wieder nichts. Das gibt's doch nicht. Ich komme hier halt auch nicht weiter nach links großartig, dass wir ihn da irgendwie rauskriegen, ne? Oh, ist das ärgerlich. Jetzt ist meine Schnur auch gleich aufgebraucht hier.
Müssen wir den jetzt noch mal reinschubsen oder was? Ach nee, ey. Junge, Junge, Junge. Ich warte jetzt mal drauf, dass er vielleicht da irgendwie von selber noch mal ins Wasser, weil er war ja eigentlich schon... Mann, 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 Mann. Ich glaube, da müssen wir gleich noch mal los. Shit. Ja, machen wir jetzt. Nochmal los, weil ich glaube, alleine löst er sich jetzt da nicht. Der hängt da immer noch fest. Müssen wir das gleiche nochmal machen. So wie es aussieht. Scheint sich nicht zu lösen. Shit. Nochmal ans Boot. Oh nee, ey. Mal gucken, ich bin echt gespannt, wie groß der nachher ist. Da müssen wir mal los. Ja, der müsste jetzt aber eigentlich schon fast am Ende sein. Also von der Insel da. Da dürfte gar nicht mehr... Dürfte gar nicht mehr so viel sein jetzt. Oh Mann, ey. Guck mal, der hängt doch da schon. Die Schnur geht schon. Muss ich nochmal anschubsen. Ah, ein bisschen ist da noch Insel, ne? Naja. Ich hoffe, der hängt noch nicht auf der Insel. So, wo ist der? Da hängt er wieder am Ufer. Ah, da haben wir ja nicht wirklich weit bekommen. Da muss ich jetzt am besten mal hier bleiben. Also ein Scherk ist es, glaube ich, nicht. Ne, ist ein normaler Stör, glaube ich. Ja. Der lässt sich, der bewegt sich gar nicht mehr. Den müssen wir jetzt hier... Ne, warte, warte, warte. Komm, schwimmt er jetzt? Schwimmt er jetzt? Könnte auch ein Glattstör sein, oder? Könnte auch ein guter Glattstör sein. Aber der bewegt sich nicht. Das ist doch Mist. Probieren wir jetzt einmal. Wir müssen den jetzt, da müssen wir warten, bis er sich irgendwie bewegt. Mehr können wir jetzt nicht machen. Weil der ist auf jeden Fall im Wasser. Oder wir kurbeln jetzt jedes Mal ran und schieben den dann weiter. Das können wir natürlich auch machen. Immer rankurbeln und weiterschieben, bis er um die Kurve rum ist. Eieieiei. Holy moly. Boah. Könnte auch ein Glattstör sein, oder Leute? Weil Glattstöre beißen da, glaube ich, auch ab und zu. Wenn wir Glück haben. So, jetzt bin ich mal gespannt. Ich würde mir jetzt gar nicht kurbeln. Oh, zieht er da wieder, ne? Zieht er wieder. Ich würde mir jetzt halt gar nicht großartig kurbeln. Sondern, oh ja, okay. Jetzt einfach nur ziehen. Ich würde mir jetzt einfach nur ganz leicht, dass er da rauskommt. Aber wenn wir jetzt wieder zu stark kurbeln, dann holen wir ihn ja wieder an Land. Das bringt ja nichts. Ganz, ganz, ganz bisschen kurbeln. Können wir auch ein bisschen Schnur geben, dass er ein bisschen schwimmt. Geben wir ihm einfach ein bisschen. Dass er da irgendwie rauskommt. Oh Gott. Alter Schwede. Mit sowas habe ich jetzt ja noch gar nicht gerechnet. Jetzt schwimmt er wieder ein bisschen. Der ist halt schon völlig fertig, ne? Der ist halt schon völlig am Ende hier.
Einfach ein bisschen Schnur geben. Vielleicht schwimmt er dann gleich ein bisschen. Wir müssen ihn auf jeden Fall da aus dem Ding rausholen. Von dem, ja jetzt. Ja, das ist halt gar nicht so einfach. Also wenn der Fisch jetzt nicht mehr schwimmt, dann wird's schwierig. Ich glaube, der hängt da schon wieder irgendwo fest, ey. Ich krieg die Krise hier. Da schon wieder irgendwo. Ach, das gibt's doch nicht. Geh mal ein bisschen. Der sich ein bisschen bewegt. Spannung ist jetzt halt nicht doll, aber weiß nicht, ob er jetzt von alleine da wieder schwimmt. Wenn ich ihn jetzt einfach zur Seite ziehe, ob das was bringt. Also jetzt gar nicht kurbeln, sondern vielleicht ein bisschen. Ah, ne. Ist schon wieder fest irgendwo. Das gibt's doch nicht. Ach, muss ich wieder hinfahren. Junge, Junge, Junge. Das ist ja hier eine Arbeit, den Fisch rauszukriegen hier. Ja, da müssen wir nochmal los, Leute. Ich glaube, wir müssen nochmal los. Das kannst du uns vergessen, glaube ich. Und dann müssten wir ihn aber, glaube ich, wirklich bald haben, ey. Also, das ist ja mal krass, ey. Junge, Junge, Junge. Diese Insel da, ey. Würde ich, glaube ich, wirklich jedem raten, wenn da der Fisch müde ist, erstmal ganz nach links zu gehen, ey. um sicher zu sein, dass er auf der unteren Seite ist und nicht auf der oberen Seite der Kurve. Mein Kaffee ist auch schon alle. So, er müsste jetzt aber wirklich schon am Ende sein. Ne? So viel kann das doch da gar nicht mehr sein. Also diese Insel da, ne? Mann, Mann, Mann. Guck mal, der hängt doch hier schon am Ende. Da ist doch nicht mehr viel. Jetzt ist er gleich frei. Jetzt ist er gleich frei. So, jetzt haben wir ihn geschubst. Na, wie sieht's aus? Ne, jetzt hängt er da am anderen Ende. Das gibt's doch nicht, ey. Aber gleich haben wir ihn. Oh, jetzt schwimmt er, glaube ich. Aber er schwimmt. So, wie sieht's aus? Ich glaube, der ist frei, ne? Leute, wollen wir mal gucken. Schnur sieht man auch nicht mehr, aber ich hoffe, der schützt jetzt nicht aus. Also viel ist da nicht mehr von der Insel. Ich hoffe, die Spannung bleibt jetzt so ein bisschen. Boah, bitte, ey. Bitte lass mich den jetzt rausdrillen. Jetzt aufpassen hier. Ah, die Route hängt schon ziemlich weit oben wieder, ne? Aber Spannung ist, glaube ich, noch da. Spannung ist, glaube ich, oder? Ah, die hängt schon gerade. Okay, jetzt rauskurbeln hier. Schnell. Erstmal nach links kurbeln. So weit wie es geht und dann nach rechts laufen.
Und jetzt bitte nicht an dieser ollen Insel da hängen, Alter. Junge, Junge, Junge. Komm raus jetzt hier. Jetzt kommt er, ja. Jetzt kommt er. Boah, ey. Insel des Todes, oder? Insel des Todes. Da können wir echt froh sein, dass der jetzt noch dran ist. Wir ziehen jetzt erstmal nach links, würde ich sagen. Erstmal so weit, wie es geht. Soweit wie es geht, jetzt erstmal hier daran ziehen und dann rechts rausziehen, ne? Und dann rechts raus, ne? Bisschen können wir noch ranholen, glaube ich, ne? Und dann müssen wir ihn... Ah, ich glaube, ein bisschen kurbeln würde ich noch. Erstmal Kaffee trinken. Ne? Junge, Junge, Junge. Drill des Lebens hier. Ha! 11 Zentimeter reichen? Was? 11 Zentimeter? So, wollen wir nach rechts gehen jetzt? Ich glaube, wir gehen nach rechts, komm. Jetzt müssen wir ihn halt. Müssen wir vor ihm wieder laufen. Du weißt, wir vor ihm laufen und ihn dann da irgendwie rausziehen. Am besten wieder zu den anderen Routen zurückgehen. Und jetzt rausziehen. Weil da dürfte auf jeden Fall nicht hängen bleiben eigentlich. Und hier jetzt rausziehen, oder, Leute? Hier dürfte es doch passen eigentlich. Ja, das passt, glaube ich. Noch ein bisschen weiter nach links gehen. So, und jetzt raus damit, ne, Leute? Jetzt raus damit. Mal gucken, was das jetzt ist. Ich hoffe ja ein Glatschler, ich hoffe jetzt kein Russ, ey. Ja, das wird jetzt ein bisschen dauern hier. Muss schon mal einmal Brotwein trinken. Hauptsache, der hängt jetzt nicht da gleich wieder an der nächsten Kante, ey. Der ist, glaube ich, richtig fertig schon, der Fisch. Man macht sich auch gut schwer jetzt. Das merkt man halt auch, ne? Ein Scherk zum Beispiel, wenn er müde ist, lässt sich halt relativ schnell einkurbeln. Ne? Und die Russischen und die Glatscher und die Perser, die machen sich da halt extrem schwer. Boah, jetzt bitte nicht an der Kante da hängen bleiben, ey. Bitte nicht, ey. Immer noch ein bisschen nach rechts. Nicht da hängen bleiben. Ich glaube, da kann ich jetzt auch. Ja.
Ja, so ein Erlebnis hatte ich auch erst einmal. Das war damals an der Sura mit meinem damaligen größten Stör. Der war zwar kein Trophy, aber das war auch so ein ähnliches Ding. Da musste ich auch mit dem Boot den Eimer von der Insel wegholen. Weil er oben auf der Karte bei der Sura bei der Insel gestrandet war. Weil er dahinter geschwommen ist. Und ich hatte den halt auch nicht mehr rechts da irgendwie vorbeigekriegt. Da musste ich auch ein Boot holen. Ah, jetzt kommt er aber. So, dann sei bitte jetzt kein Russe, sei ein Glatsche und dann ist alles gut. Aber er sah schon ziemlich russisch aus, ne? Junge, Junge, macht der sich schwer. Der hängt jetzt aber zum Glück nicht mehr. Also der ist im Wasser jetzt. Mal gerade, ob ich hier irgendwie hier pumpen kann, aber ein bisschen, ne? Ein bisschen kriegen wir ihn jetzt. Jetzt haben wir ihn gleich. Jetzt läuft das. Ist er auf der Kante bei der Insel? Ja, der kommt aber, der kommt. Gucken wir mal, wie ihn da wegkam. Da läuft, da ist er doch schon. Da ist er doch schon. Dass wir da dreimal mit dem Boot hin mussten, also. Ha! Junge, Junge, Junge. Hätte ich jetzt auch nicht gerechnet. Aber wir haben es dann bekommen. Alles gut. Na, jetzt ist er frei, ja. Jetzt kommt er auch. Oh, da liegt er da schon. Wie gesagt, sieht für mich auch nach Russe aus, aber ich habe immer noch die Hoffnung, dass es vielleicht doch kein Russe ist. Und dann zeige ich euch gleich nochmal den Spot ein bisschen genauer mit dem Shark, den Sharks. Aber das ist ein Beluga.
So, mal sehen. Sieht aus wie ein Russe, ne? Naja. Aber der Glatsche, das sieht man eigentlich nur an den gehörnten Schuppen halt so, ne? Also an den, ja. Da sieht man halt so ein bisschen den Unterschied. Ja, ich denke auch, das wird wahrscheinlich ein Russe sein. Dann erstmal gucken, wie groß er überhaupt ist, ob das überhaupt ein Trophy ist, ne? Da kommt er doch schon. Ja, es müsste ein Russe sein, oder Leute? Weiß ja halt auch nicht, wie ein Glatscher jetzt von unten aussieht. Ja, das ist glaube ich ein Russe. Dies ist glaube ich ein Russe. Dann holen wir mal raus. Dann cachern wir den mal. Glaube ich auch. Oh, mal gucken. Ja, 47,7. Eieieiei. Schade. Kein Trophy, ey. Oh, das gibt's doch nicht, ey. Schade. Junge, 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 Junge. Das war mal ein Drill, ey. Ja, und wie gesagt, hier die Stelle ist das. Ich mach mal ein bisschen lauter. Die Stelle ist das hier. Hier 151, 138. Dann hier mit Krebsschwanz, 18 Meter Clip. Mit Standardstürmische, also Rapsam. Kann ich euch gleich auch nochmal zeigen. Ich hole erstmal die anderen Fische hier raus. Oh, hier haben wir, glaube ich, nochmal einen Shank. Mal gucken. Ja, nochmal 5,5 Kilo Shank. Jetzt müsste ich hier nochmal. Warte mal. Ich mache erstmal fix die Futtermische dann fertig. Kann ich euch das gleich nochmal zeigen. Also Standardstörmische hier: Rapsam, Wandermuschel, gehackte Würmer, getrockneter Grill, Lehm, Krabbe, Muschel. So, und dann mache ich immer hier mittleres PVA für Krabbe. Oh Leute, nur 8 von 10. Mal wieder schlechte Qualität hergestellt. Oder sagen wir mal, keine super Qualität. So, Störkrabbe. Wie gesagt, hier 18 Meter Clip. Aber jetzt hier auch Schlaufenmontage überall drauf. Zeige ich euch gleich nochmal meinen Cacher. Wie gesagt, so lange war ich hier noch nicht. Also jetzt während der jetzigen Angelsession. Gucken, was da jetzt kommt. Ja, nochmal Wildkarpfen, die sind hier auch vermehrt. So. Einen guten Shack hatte ich jetzt hier schon während der Happy Hour. So, gucken, was das jetzt hier ist. Könnte auch wieder Wildkarpfen sein. Aber ich guck mal gerade, ja, ist auch wieder ein Wildkarpfen. Zeige ich das gleich nochmal. Ach, jetzt müssen wir hier wieder PVA aufmachen. Also das ist bisher der Cacher. 5,5 Kilo Shack, 13 Kilo Shack. Wie gesagt, ich war noch nicht lange da. Ich war hier erst, ja, seht ihr hier, 17 Minuten. Ne? 17 Minuten, bis der halt gebissen hat. Deswegen habe ich jetzt hier noch nicht so viele Shacks im Cacher. Aber probiert es mal aus, gerade fürs Turnier mit den Shacks. Und ist auf jeden Fall ein guter Shark-Spot, sag ich mal. Könnt ihr auf jeden Fall fürs Turnier schon mal ein paar gute Sharks fangen. Glatscher, wie gesagt, müssen wir mal schauen, wo die Glatscher sich verstecken. Ja, und wie gesagt, seht ihr, Stör geht hier ab und zu auch mal. Ja, und Trophikutum wurde hier auch gefangen. Alles klar, dann erstmal vielen Dank fürs Einschalten und dann bis zur nächsten Folge. Euer Nevado Fring. Tschüss.